So, da sind wir wieder zu angekündigt, also zu wie angekündigt, mein Test. Wie hat das genannt? Let's Play. Ja. So. Mal schauen, wo wir fahren. So. So, erstmal das Obligatorische. Achso. Ja, gut. Raus. Na gut, jetzt wieder sowieso erstmal den Befehl da oben aus. Das ist natürlich. Ja, jetzt aber hängen. Weil ich nämlich jetzt, wenn man das ohne Parameter angibt, den Befehl hier, dann hängt der automatisch dieses Full ran und Full ist halt nicht so wie dieses letzte, wo ich jetzt das auf, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, muss mal gucken, Quick oder Fast. Sondern er geht mit einmal alles durch und blockiert dabei aber den Server komplett. Während er das bei Quiet oder wie halt auch gewählter Parameter war, es im Hintergrund macht, er dafür länger braucht, aber es halt im Hintergrund macht, weswegen der Server halt weiterhin verfügbar ist. Ja, gut. So viel zu dem Thema. Das ist natürlich blöd. Und ich habe keine Ahnung, wie lange er es braucht. Ach, Gottchen. Ah, sehr schön. Also doch, quit. Ach, quick. Keine Ahnung. So, okay. Wir gehen erstmal ein bisschen rum. Also erstmal hier gucken wegen Vorräte. Ja. So, ich will mal ein bisschen rumwandern, so ein bisschen nach Dschungeljagd gehen. Was bräuchten wir dafür? Erstmal ein bisschen Essen. Und zwar, wenn es geht, nichts Rohes, sondern etwas gut durchgebackenes. Ich gucke erstmal nach den Feldern. Werkzeug. Hier war Material, hier ist Werkzeug. Wir brauchen eine Hoe. Nein, 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 nein. Haben wir keine? Haben wir. Auch nicht. Wir haben keine Hau. Wir brauchen auch gar nicht, fällt mir gerade ein. Ist schon gut. Alles, was wir brauchen, haben wir doch bereits. Oh, du kommst mal nach da. Du kommst. Oh, Eiswürfel rumschleppen ist keine gute Idee. Bam. 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 Nein, das da. So. So. Oh. Gut, jetzt haben wir schon wieder viermal Stroh. Du kannst mal zugehen, Dankeschön. So, die schmeißen wir mal da rein. Das Eisen genauso. Okay, wir wollen wandern gehen. Beim Wandern gehen müssen wir gleich mal den Eimer auffüllen. Ansonsten die Steine können wir hier lassen. Das kommt weg, das kommt weg. Das können wir auch hier lassen. Dschungelholz haben wir bereits. Aber ich suche halt, oder ich möchte halt suchenderweise Kakao finden. Haben wir Wolle? Ich würde mir nämlich gerne ein Zelt bauen. Nein, wir haben keine Wolle. Doch, haben wir.
damit wir praktisch unterwegs quasi sowas wie ein Zelt aufschlagen können. Wir haben kein Holz, ich muss mir also ein paar Bretter schustern. Okay. Bam, bam, bam. Dankeschön. So, das kann weg. Wir nehmen ein bisschen Holz mit. Kann nicht schaden, wenn man unterwegs ist. Das hier verarbeiten wir gleich mal zu. Zu Quatsch. Ach, geht ja gar nicht. Brauchen wir mehr. Okay. Dann kann das doch weg. So. Ansonsten. Lebensmittel haben wir dabei. Fett haben wir dabei. Alter, Leute, machen wir draußen nicht so einen Krach. Viel zu laut. Ich arbeite ja bei Let's Plays immer mit nur Metalllautstärke, damit ihr noch meine Stimme hört. So. Das Boot haben wir zur Not auch dabei. Wir haben ein Schwert, was schon relativ ligiert ist, was uns gleich zum nächsten Punkt bringt. Stöcker haben wir dabei. Ich nehme als Sicherheitshalber noch ein bisschen Steine mit, damit wir uns noch im Fall eines Falles Werkzeuge bauen können. Ansonsten können wir uns auch Stöcker craften, wenn es sein muss, und wir haben Kohle dabei für Fackeln. Das ist gut. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal in die Richtung. Keine Ahnung, wo wir letztens gesucht hatten. Wo ist die Sonne? Die Sonne ist gerade am Untergehen schon. Oh mein Gott. Naja, wir haben das Bett dabei. Am besten gehen wir mal hier auf den Berg rauf. Von da haben wir eine bessere Aussicht. Na komm. Wie sieht eigentlich unsere Sicht? Okay. Oh! Kies. Schotter. Lol. Kommen wir etwa in eine Schottergegend? Da hinten ist Schnee. Oh, das ist auch Schotter. Ja, wir kommen in eine Schottergegend. Ist ja nice. Geil, dann können wir uns ja hier so eine Mondbasis bauen. ja, hier ist alles Schotter. Na gut, dann werden wir hier natürlich keinen Dschungel finden können. Und da hinten ist Durite. Ja, lol. Geil. Okay. Zukunftsplan. Wir werden uns hier eine Mondbasis bauen und da eine Marsbasis bauen. Passt. Spaß. Obwohl, wer weiß, vielleicht wird noch mal ganz viel Langeweile haben. Auf jeden Fall sind wir damit in einer vollkommen falschen Richtung, weil wenn wir hier nämlich nichts finden, was so dschungelmäßig ist. Ich gehe mal in die Richtung, weil hier sind verschiedene Bäume. Vielleicht finden wir auch noch ein Dschungelgebiet. Man sieht unsere Rüstung. Achso, nur Leder. Naja, besser Leder als gar nichts. Wir müssen nur gucken, dass wir uns nicht verlaufen. Das kann nämlich ziemlich schnell passieren. Oh. Okay. Müssen wir uns merken. Werden wir zwar uns definitiv nicht merken, aber wir können es versuchen. Hier sind schon mal Blumen. Okay. Blümchenlein ging allein in die weite Welt hinein. Tralala, tralala, tralala. So. Na komm. Ach, jetzt fällt mir gerade auf, wir haben gar keine Workbench mitgenommen. Die brauchen wir doch natürlich. Da hinten gibt es Bäume. Wir brauchen also definitiv noch eine Workbench. Um uns zum Beispiel im Fall eines Falles ein Messer zu bauen. Oder ein Schwert, oder wie auch immer man das nennt. Yay, da kommen Bäume. Das sind zwar nicht die richtigen, aber wo Bäume sind, gibt es in der Regel verschiedenere Bäume.
Doch, das ist doch hier. Das ist doch Dschungelwood, oder? Das sieht zumindest so aus. Nee, nee, gar nicht. Dschungelwood ist ein bisschen bräunlich, ein bisschen. Also hat eine ähnliche Struktur, ist aber kräftiger von der Farbe her. Wesentlich dunkler. Ist auch nochmal eine Höhle? Nee, doch nicht. Schade. Ich versuche mal wieder Richtung Wasser zu kommen, damit wir irgendwie einen Orientierungspunkt haben. Kann man hier ins Wasser reinspringen? Nein, kann man nicht. Da ist es so. Definitiv so. Da werden wir definitiv sterben. Und ich will auch nicht sterben. Da fehlt mir zu sehr mein Leben. Na, komm jetzt. Okay. Goddammit. Und es wird eiskalt schon wieder dunkel. Ich glaub's nicht. Ja, die Sonne geht. Ach du Scheiße. Warte, was du willst, aber lass mich dabei in Ruhe. Okay, ihr habt recht. So, okay. Da wäre ein Zombie. Siehst du, die kann ich auch mal umbringen. Oh. Alter, wie hat der mich. Der sollte ich nicht. Da ist der andere gestorben. Keine Ahnung. Nee, Zombies spawnen nämlich auch gerne mal Mohrrüben oder Kartoffeln. Die kann man auch schon anpflanzen. Hat man ein bisschen Abwechslung. So, wir gehen erstmal hier an den Berg vorbei. Da müssten wir direkt auf den Fluss kommen. Außer der Fluss endet irgendwo. Das ist natürlich nicht so gut. Da kommen wir sicher jetzt auch mal mit dir. Dankeschön. Ein bisschen Vorrat hier an Fleisch aufstocken. Kann nicht schaden. Ja, genau. Jetzt sind wir wieder am Wasser. Da versuche ich mich mal hier am Wasser lang zu hangeln. Alter, gibt's hier viele Blumen. Meine Fresse. Ich werde erstmal versuchen, mich hier so weit wie möglich vorzutasten, sodass wir praktisch immer einen Anhaltspunkt haben, wo wir hin müssen. Also, wo wir dann, wie wir dann praktisch zurückkehren. Weil ansonsten, die Welt ist groß, die Welt ist groß und die Welt ist groß. Und da werden wir uns super schnell verlaufen. Och du Scheiße. Auch nochmal eine schicke Höhle. Also ob sie schick ist, weiß ich nicht, aber sieht zumindest vielversprechend aus. Gut, Wasser. Da hinten ist alles nur so eine Bäume. Na gut. Orientierungspunkt. Hier ist ein Berg. Ich werde mal an den Berg dran vorbeigehen, versuchen dran vorbeizulaufen. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Wobei hier ist auch noch überall Berg. So, heißt also, zurück zu müssen wir dann an dem Berg vorbei, solange bis wir dabei auf den Fluss treffen. Dann müssen wir einen Fluss überqueren und dann immer am Fluss bleiben. Klingt erstmal plausibel. Na, hoffentlich verlaufen wir uns nicht. Na komm, rauf, 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 rauf. Das ist viel, viel. Wir könnten auch Fackeln aufstellen. Ne, das wird zu blöd. So, hier kommen wir Stück für Stück immer mehr an den Berg vorbei. Hier hört der Berg dann auf. Okay. Interessant. Ein Pferd. Können wir uns auch mal holen, wenn wir Sattel haben. Haben wir jetzt schon Sattel? Ich weiß gar nicht. Wir haben ja schon ein paar Kisten ausgemistet. Alter, hier sind immer nur diese weißen Bäume. Können nicht mal neue Bäume kommen? Mal ein paar schicke Bäume? Nee. Den Hasen lasse ich mal in Ruhe. Der Berg ist immer noch zu unserer Rechten. Ha 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 ha.
Und hört der Wecker schon auf. Ah! Mal wieder ein paar neue Bäume. Wo sind wir denn wieder hier? Ist doch nicht euer Ernst. Wow. Ja gut, okay, dann werden wir jetzt mal einen großen Bogen dann langsam zurückgehen. Wir müssen ja, um zurückzukommen, nach links gehen, da genau, da ist der Berg. Und dann den Berg müssen wir dann... Ach du Scheiße, Dschungel! Alles vorbei, okay. Aber damit wir nicht die Orientierung verlieren, wir müssten in die Richtung wieder zurück, nach da. Wo können wir uns hier nochmal... Obwohl, man sieht den Berg nicht von hier aus, oder? Ja doch, man sieht den Berg von hier aus. Geil! Dschungel! So, müssen wir nur noch ein bisschen Kakao finden. Kakao. Seht ihr hier? Ist die gleiche Textur, aber hier sind die Farben kräftiger. Daran ist Dschungelholz immer gut erkennbar. Aber halt nur, wenn man halt die, also, einen direkten Vergleich hat. So, jetzt haben wir hier hoffentlich Dschungelbäume. Die Frage ist nur, wo ist hier Kakao? Kürbisse! Oh, sogar Melonen. Geil! Alter, alles, was das Herz begehrt. Kürbisse und Melonen. Einmal habe ich eine Axt mit dabei? Nein, kann ich die so pflücken? Ja, kann ich. Geil. So, wir werden mal überall zwei mitnehmen, weil man hat immer beim Pflanzen eine Verlustchance. Ah, wenn wir schon dabei sind. Ich habe noch ein paar mehr mit hier. Und da kann es ja durchaus sein, dass wenn man die pflanzt und dann pflückt, man keine zurückbekommt. Das ist natürlich blöd, weil da hat man keine mehr. So, von denen haben wir bereits. Ach komm, ganz ehrlich. Wenn ihr schon so bereit für die drum steht, warum nicht? Hätte gerne noch einen Kürbis, weil wir haben bisher nur zwei Kürbis und das ist mir dort doch ein bisschen zu wenig. Vor allem hätte ich gerne mal Kakao. Wo ist denn hier Kakao? So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Na gut, ach, Kakao! Okay. Das soll es erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge ist der Kakao ernten. Geil! Geile Scheiße. Schau mit V.